hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik auf diesem Kanal beziehungsweise zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir vorliegen die vier Schädel des Jonathan Drake aus dem Jahre 1959 von Edward L. Cann. Und der hier hat auch verschiedene andere Genre-Produktionen vorzuweisen in seiner Filmografie, zum Beispiel Invasion of the Saucer Man oder auch It, Terror from Beyond Space. Und dieser ist ja bereits als Nummer 1 bei der aktuellen Box Der Fluch der Galerie des Grauens erschienen. Und hier hat er jetzt auch noch einen weiteren Film in die Box. Ein weiterer Film von ihnen hat es jetzt in die aktuelle Box auch geschafft, und zwar als Nummer 7. Und bei diesem Film ist es besonders, denn der Film heißt im Original, also man hat es ja eigentlich 1:1 übersetzt, der Film heißt im Original Before Skulls of Jonathan Drake. Und dass ich das noch erleben darf, dass eine deutsche Übersetzung eigentlich den Originaltitel benutzt, ist schon unglaublich. Und wir haben ja auch das Original-Filmplakat. Das ist fantastisch. Also das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Das ist schön farbenfroh. Das ist ja auch sehr, sehr, finde ich, scharf rübergebracht als Cover-Variante hier. Richtig, richtig cool. Rot, wir haben Gelb, wir haben Blau, wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben verschiedene Szenen aus dem Film, wobei diese Szene hier oben am Friedhof mit so einem offenen Sarg, die kommt gar nicht vor. Aber wir haben hier unten den bösen Professor mit den Schrumpfköpfen. Wir haben die Frau und wir haben natürlich ja auch noch den alten Indianer-Schaman, der diesem Professor hier unten zur Hand geht. Und das ist einfach, es ist fantastisch gemacht. Das Cover gefällt mir fantastisch gut. Das ist wirklich richtig, richtig cool gemacht. Und das hat Anonis Entertainment hier natürlich auch sehr, sehr schön aufbereitet. Hier auch auf dem Spine. Einfach der Titel mit roten Buchstaben. Und hier halt dieses Bild, welches halt entsteht, wenn man alle DVDs nebeneinander stellt. Und hier sehen wir halt auch den, ich habe jetzt den Namen vergessen, der hatte so einen komischen, Namen auf jeden Fall. So einen alten indianischen Namen halt. Da sieht man, also ist auf jeden Fall ein Unsterblicher, das kann ich schon mal sagen. Ist ein unsterblicher Geist sozusagen. Oder nicht Geist, sondern ja, unsterblicher Schamane, so weiß ich jetzt nicht genau, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall schön, dass sie hier draufgepackt haben. Denn man könnte hier denken, dass es sich um einen Schrumpfkopf handelt. Es handelt sich hier allerdings nicht um einen Schrumpfkopf, aber es kommen viele Schrumpfköpfe vor und die hat man auch, die hat man ganz nett gemacht von den Effekten her. So. Ja, wir haben ja natürlich auch DVD und Blu-ray bei und hier hat man auch noch so eine, nicht nur unbedingt eine andere Cover-Variante, aber so, dann sieht man jetzt auch noch den Polizisten, der dem Ganzen auf die Spur kommt. Film ist ab 16 völlig, naja, völliger, ist ja auch völliger Quatsch, auf jeden Fall die Altersfreigabe, wie immer. Also irgendwie habe ich bei diesem, dass man das so schnell rausbekommt, so. Damit halt auch noch so mit einer anderen Farbgebung, naja. So, und natürlich wie immer ein anderes Booklet mit einem anderen Cover, so, das mir eigentlich nicht so gut gefällt. Also da finde ich gut, dass Anonis das hier benutzt hat. Das war Anonis Entertainment ganz normal aufgebaut. Wir haben hier den Stab, wir haben die deutschen Sprecher, ein paar Basisinformationen, ja, dann geht es um, den Regisseur, wer hat da mitgewirkt und so weiter. Wer war hinter der Kamera, was haben die Leute sonst noch so gemacht, filmhistorische Einordnung. Von Dr. Rolf Gießen, wie immer. Hier haben wir genau das Originalplakat. Ja, also wie immer. Hier sehen wir auch noch den Schrumpfkopf in Aktion. Obwohl diese Szene so explizit nicht vorkommt. Ich glaube, das ist auch tatsächlich nur Werbematerial. Naja. Auf jeden Fall haben wir die Leute hinter der Kamera, die haben auch an verschiedenen anderen Genreproduktionen, die ich hier auch vorgestellt habe, mitgespielt zum Beispiel. Beziehungsweise daran mitgearbeitet, zum Beispiel für Atomic Submarine und so weiter. Ja, das heißt, die Leute kannten sich mit diesen Art von Filmen aus. So. Aber worum geht's denn überhaupt? Es ist einfach, die Drakes sind verflucht, da die ein Vorfahre einmal ein Massaker an Indianern im Amazonasgebiet begangen hat. Und jetzt ist halt dieser Fluch, lastet auf der Familie und jeder stirbt mit 60 Jahren, jeder männliche Drake muss mit 60 Jahren sterben. Und ja, diese verlieren auch dann ihre Köpfe und die Schädel tauchen danach wieder in der Gruft auf. So. Und bei jedem Drake, wenn er stirbt, hat er schlechte Omen. Er sieht unter anderem die Geisterschädel, hat man auch sehr, sehr schön dargestellt, wie die auf die Kamera zufliegen. Ja, und diese Schädel werden dann halt hier, wie gesagt, wie man sich denken kann, von ihm hier und einem weiteren Professor, ihm hier, zu Schrumpfköpfen verarbeitet. Und was ich hier halt interessant finde, ist, wie es hier unten auch steht, für einen Horrorfilm aus dem Jahr 1950 sind die vier Schädel des Jonathan Drake vom ethnologischen Standpunkt aus erstaunlich gut recherchiert, denn man schlachtet dieses Thema irgendwie nicht aus, sondern man bietet auch mehr Hintergrundinformationen.
Was ist der Mythos hinter den Schrumpfköpfen? Ich weiß natürlich, ob das nicht so stimmt, aber gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also, der Film nutzt das nicht nur stumpf aus, irgendwie die Geschichte, sondern er liefert auch ein paar Hintergrundinformationen und man glaubt wirklich, dass der Regisseur sich damit auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Denn es geht halt darum, was ist der Hintergrund der Schrumpfköpfe, was ist die Geschichte davon, warum machen die das überhaupt und wie geht sowas überhaupt vonstatten? Und das wird dann auch schön gezeigt. Schrumpfköpfe sind natürlich billig und das alles ist ein schöner, altmodischer Gruselfilm mit Geisterbahneffekten, die natürlich aus heutiger Sicht extrem leicht zu durchschauen sind, aber es freut mich halt, dass Anonis genau solche Filme rausbringt in so schönen Editionen mit schönen Hintergrundinformationen und wirklich wahnsinnig schöner Gestaltung. Und deswegen ist das gut, dass man die so auch heute noch erleben kann. Die Edition ist wunderbar, die Bildqualität ist sehr, sehr gut. Das wundert mich ehrlich gesagt, dass sie noch so gut ist, weil man erkennt das alles klar. Auch der Ton ist wunderbar. Also wie immer, ich habe bei dieser VÖ, ich habe da nie irgendwas zu meckern. Mir gefällt das einfach richtig, richtig gut. Ich kann hier nichts kritisieren. Also es ist wie immer eine Top-VÖ. Der Film ist ganz nett. Es gibt bessere Filme aus der Reihe, auch schon in der aktuellen Galerie des Grauenspots gibt es auch bessere Filme. Der Film ist gut. Der Film ist ganz nett. Geht auch nur knapp 70 Minuten, ist also recht kurz, weil ich hatte in der Mitte vielleicht ein paar, da muss man das, glaube ich, ein bisschen strecken, aber das Ende fand ich dann doch wieder recht amüsant und unterhaltsam und gut in Szene gesetzt. Ja. Ja, dann danke ich euch, dass ihr mir zugesehen habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Film fandet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.